Der Abstiegskampf geht weiter. Auf Energie Cottbus wartet am Sonntag ein dickes Osterei. Die Spieler müssen gegen die Sportfreunde Lotte ran. Die stehen aktuell auf Platz 14 und sind ebenfalls abstiegsgefährdet. Sie stehen nur 2 Punkte über dem Strich. Genau die fehlen Cottbus vom rettenden Ufer. Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Jetzt haben wir zu liefern. Jetzt haben wir zu liefern. Wollen wir diese Liga halten? Wollen wir. Können wir diese Liga halten? Können wir. Haben wir die Qualität? Haben die Qualität. Aber jetzt muss die Qualität in diesen 43, 95 Minuten auf dem Platz, unabhängig davon, wir werden nie besät werden in 50-50 Aktionen. Da muss man mit klarkommen. Die Mannschaft wird dafür während des Spiels wieder von ihrem Trainer unterstützt. Wollitz kann nach der Zwangspause von der Seitenlinie aus eingreifen. Und das wird er mit Sicherheit. Emotionsloses Taktieren ist eh nichts für den FCE-Coach. Und soll ich noch mal was sagen? Heute gibt es auch eine Diskussion im deutschen Fußball. Wir haben ein Trainerproblem. Wir haben kein Trainerproblem. Wissen Sie, was wir haben? Wir haben Emotionalitätsproblem. Die anderen Länder, die spielen mit Emotionen, die spielen mit Leidenschaft, die spielen mit Gier, die spielen mit Fantasie, die spielen mit Stolz für ihren Club. Und das ist das, was ich bei uns nicht so sehe, dass man mit Stolz und mit Emotion auftreten darf. Bei Energie Cottbus gibt es dafür aktuell kein Spielerproblem. Die meisten sind fit. Spahic, Mamba und Rangelov sind zwar angeschlagen, können am Sonntag aber spielen. Dann geht es um den nächsten Sieg. Nur mit dem bleibt der Klassenerhalt realistisch.